Mushibush, meine Gefolgsleute, heute mit Baka, Tu Test, Tu Shang Kunju und Staffel 2. Ein Anime, bei dem das Wort Idiot sein ein komplett neues Level erreicht. Denn was wir hier haben, ein Haufen an Idioten, ein einzigartiges Schulsystem und Idioten. Also mehr als Idioten gibt es ja eigentlich gar nicht. Mit einem Ausnahmefall, aber das hat damit nichts zu tun. Die Story ist eigentlich recht einfach erzählt, und zwar glaube ich in beiden Staffeln. Doch nur in der ersten. In der ersten geht es darum, dass sich die Truppe, die Freundestruppe, alle in dieser sogenannten F-Klasse wiedergefunden haben. Denn lass mich erstmal das Schulsystem erklären. Die Schlechtesten gehen in die F-Klasse, die Besten gehen in die A-Klasse. Und alles, was dazwischen ist, kommt in die Klasse dazwischen. Und die F-Klasse versucht sich halt hochzukämpfen mit diesem neuen Schulsystem, was ihnen erlaubt, gegen die anderen Klassen zu kämpfen. Und wenn sie gewinnen, bekommen die deren Ausrüstung, also die können alles fordern, was sie wollen. Die bekommen dann irgendwie deren Schulausrüstung, denn ihr müsst mal die Klasse sehen von der F. Ja, das sind Pappkartons. Ja? Mit Pappkartons lernt man noch nicht. Und dann haben die halt gekämpft, und wie die Kämpfe aussehen, das sind so kleine RPG-Kämpfe, so Rollenspielkämpfe. Man hat, jeder Schüler hat sein eigenes Wesen, das sind diese kleinen Viecher, die da rumgammeln, und mit denen können die dann kämpfen. Und die Punkte, die Lebenspunkte, die Stärke, stellt sich daraus, also lässt sich zusammenbasteln aus den Punkten, aus den Tests. Da gibt es auch Lehrer, die, wie soll ich sagen, Kampfarenen aufstellen. Die Lehrer machen diese Kampfarenen auf. Und jeder Lehrer hat ja sein eigenes Gebiet. Und jeder Schüler ist gleich verschieden gut in einem anderen Gebiet. So hat der Mathelehrer, der stellt einen Kampf auf. Und die Schüler, die gut in Mathe sind, haben dementsprechend viele Punkte und können die anderen, die nicht so viele Punkte, die zum Beispiel irgendwie Punkte bei Sporttheorie, also die irgendwie viel Punkte da haben, können die eigentlich leicht geschlagen werden in Mathe. Und das ist so dieses ganze Spielsystem. Jetzt eher zu meinem Eindruck. Ich glaube, das Beste hier daran ist wirklich die Rollenkonstellation, also die Charaktere. Wir haben alle gut gefallen. Und da wir wieder ein Harem haben, ist aber wieder dieses einzigartige Phänomen, dass der Typ eigentlich, was Mädchen angeht, wieder hohl, wie, anders weiß ich was ist, wie einer von den Fufus, die, ach, die Musik ist cool. Ah, na, na, ja, der hat wieder zwei Weiber am Start, ja, und bis zum Ende, ja gut, der hatte schon mal was mit denen. Man kann da schon die Romantik rausgucken. Das ist ja nicht der Fall. was mir noch gefällt, ist zum Beispiel der Charakter Muzzurini. Der Name ist schon geil. Muzzurini. Wie so ein Italiener. Der ist der Perverse unter denen. Da gibt es noch den Hideyoshi. Der ist kein Mann, der ist auch keine Frau. Der ist ein Hideyoshi. Das finde ich einfach. Also, wenn es um die Comedy geht, dann ist ja vieles bei mir recht fehl am Platz. Denn zu vielem kann ich eigentlich. Zu viele Comedy oder zu den meisten Comedy in Animes kann ich eigentlich gar nicht lachen. Es gibt nur sehr wenig Einzelfälle, die mich wirklich überzeugen. Die gibt es schon sogar auf Englisch Dub. Ja, guck, Deutschland. Warum lassen die so einen Dreck wie, was haben die letztens lizenziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mit zwei Staffeln, drei OVAs hat man da recht viel Spaß. Vielleicht sollte ich mal erwähnen, dass man die dritte OVA vor der letzten Staffel angucken sollte, also vor der zweiten. Habe ich nicht gemacht. Ich habe die OVA noch nicht mehr gesehen, mein Gott. Aber egal. Baka to Test hat mich wirklich die letzten, also ich habe das vor circa 2 Wochen geguckt, in den Sommerferien noch. Ich weiß nicht, wann das Video hochkommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch Sommerferien bei mir. Wo war ich stehen geblieben? Mich haben die Folgen unterhalten. Ich denke euch auch, an die Jungs. Die Jungs wird das bestimmt unterhalten.
Ja, dieser Hideyoshi hier rechts. Was ein Weiber hält. Was mir auch zum Teil gefällt, ist besonders gut bei Comedy ist, finde ich, ist diese Nonsens-Dramatik, denn ich mag das. Wer noch mehr Nonsens-Dramatik hat, bitte schicken, denn Nonsens-Dramatik ist diese Art von Dramatik, diese, man zieht Seriosität in den Witz, ins Lächerliche, ja? Da finde ich sowas von lustig. Also das ist die Comedy, die ich mag. So seriös zu werden und das schon recht lächerlich wirken zu lassen, ja? Das macht Bakker to Test aus. Ein Idiot im Test, der scheiße ist. Das ist der Anime. Viel Spaß mit Bakker to Test.